Der Freunde, ich bin hier, euer Lunatflex, und ich begrüße euch zu einem weiteren Part von A. Der Zombie steht wieder auf. Auch wenn es ein Skelett ist. Es steht aber der Zombie wieder auf. Aber es sieht nicht sonderlich schwer aus. Kollege. Oh, kann aber noch deutlich stressiger werden, wenn jetzt so ein paar andere Sachen kommen, wo ich mir denke. Njak, ticke, ticke, ticke. Ja. Njak, ticke, ticke, ticke. Denke ich mir immer wieder. Denkt euch nicht auch auf Njak, ticke, ticke, ticke. Falscher Knopf. Naja, also schon richtiger Knopf, aber falsche Richtung. Für den richtigen Knopf. Aber ihr versteht, was ich meine. Gebängelt! Na, Knochenturm? Alles gut, Knochenturm? Oder rasten wir es ein bisschen aus? Ne, wir rasten nicht aus. Alles gut. Ja, yeah, wir schmeißen uns wieder mit einem sexy Moonwalk rückwärts auf die Treppe. Und sammeln noch ein wenig Geld ein. Ey, Kollege. So haben wir nicht gewettet. Aber geh mal du weg. Jawohl, sehr schön. Das war super, das war elegant. Wir sind übrigens in Stage 6. Und sexy Moonwalk. Ja, jetzt kommt der Axtrüstungsmann. Wow, der Vogel geht mir voll auf die Eier. Aber jetzt hat er sich verrechnet. Nein, ich habe mich verrechnet. Oh, nö. Das war intelligent. Axtrüstungsmann. Wir zwei, ne? Wir haben keine Freunde, wenn du so weitermachst. Ich weiß jetzt wahrscheinlich, bist du auch nicht so an meiner Freundschaft interessiert, aber da hast du nicht viel zu sagen. Wenn ich sage, wir sind Freunde, dann sind wir Freunde. Auch wenn du mich mit Äxten bewirfst und mich versuchst umzutöten. Ah! Oh Gott. Bin gleich schon wieder hin. Echt jetzt? Nee. Das wollen wir mal nicht einsehen hier. Ich habe gesagt, wir sind Freunde, also hör endlich auf mit dem Rotzmist. Meine Fresse. Oh Gott, was ist das? Mario oder was? Ich will gar nicht nach oben zu dir. Muss ich nach oben zu dir? Hello Kitty Fledermaus. Warum Hello Kitty Fledermaus? Weil in meinem ersten Alter, weil in meinem ersten Let's Play von Castlevania, das war Castlevania 1 für die Super Nintendo. Hörst du mal auf, dreckige Fledermaus? Das war Castlevania 1 für die Castlevania. Für die NES. NES! Redest du mal? Normal? Digga? Für die NES. Und da haben die Fledermäuse noch rote Umrandungen gehabt. Also sind es für mich die Hello Kitty Fleder... Mäuse. Alles klar? Fleisch! Muss ich nach oben? Nö, ja, anscheinend nicht. Dieses wollte und kann ich jetzt nicht bestehen. Muss ich nach links? Pff. Na, haben wir ein bisschen... Haben wir ein bisschen unseren Ausraster? Ich habe Angst. Jawohl. Klappt, 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 klappt. Muss ich nach links? Wenn es mal klappen würde, was ich mache, ne? Und ich nicht die ganze Zeit mein Ding hier schmeißen würde. Ich sag jetzt nicht, dass ich hier lang muss. Echt? Wie billig. Nein, der Machine Tower! Nein! Ihr wisst, dass der Machine Tower das Schlimmste von allen Castlevanias immer ist. Achso, das habe ich total gesehen. Ah, und du? Rast das aus? Weg, 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 weg. Oh Mann, wie der mich immer trifft. Kann aber auch 27 Meter weit in die Luft schießen. Bin ich voll unfair. Egal, ich bin schon wieder fast tot. Blumerang. Nein, ich möchte jetzt keinen Blumerang mitnehmen. Das Holy Water gefällt mir gar besser. Aber wir können uns auf das nächste Castlevania freuen. Also nicht, dass... Ehrlich. Nicht, dass es nicht auch schon ein gutes Spiel wäre, aber... Castlevania, das nächste. Das war ein wunderschönes Spiel. Aber wirklich, ja, geh mal hoch. Wo hat mich denn die Fledermaus... Wo hat mich da bitte die Fledermaus erwischt? Lasst es mich euch verraten, gar nicht. Oh, diese Fledermäuse sind ja hier schlimmer als... Medusa-Köpfe. Medusa-Head! Wenn Medusa-Head... Head am Medusa-Head... Dann the head of the Medusa-Head... Was... hallo? Also, das ist Zahnrad.
Die verschwinden so mit dem Hintergrund in diesem Fall. In diesem Spiel verschwinden die so mit dem Hintergrund. Finde ich nicht in Ordnung. Oh Mann. Simon, reiß dich zusammen. Ja, das wollte ich nicht. Ah. Hallo. Boah, Mann. Hab ich die Steuerung auch noch? Spricht durch die Rechnung? Entspricht durch die Rechnung. Was? Jetzt haben wir hier auch durch. Okay, das sieht aus wie Mega Man. Megromanski. Nee, das gibt's in irgendeinem anderen Spiel. In welchem Spiel? Ja, zum Beispiel Super Mario Land 2. Was wir auch spielen werden, aber nicht jetzt. Schön, wenn mich die Dinger hier die ganze Zeit begleiten. Und mich sofort töten. Ach verdammt, ich hab mich mal töten lassen sollen. Ich glaube, ich lasse mich das nächste Mal, wenn ich sterbe, einfach mal töten. Aber wir sterben nie. Aber jetzt. Yeah. Verreckot. El Verreckot. Kennst du ihn? Ich auch nicht. Aber ich kenne El Herzo für Munitiono. Ha? Ha! Nee. Das ist so ein. So. Hallo! Könnten wir. Lern dich mal bitte zu benehmen, Simon. Musste ich aber gleich mit der Tür ins Haus fallen oder mit dem Zahnrad durch die Decke? Das war ja sowas von knapp, war das. Ich habe schon meine Eier geschnüffelt. Na, rast mal wieder aus. Gibt's da nicht irgendeinen Gegner, der genauso reagiert aus Zelda 2? Wenn ich sich vielleicht mal irgendwann Let's Playen werde, wenn ich gerade meine sadistische Ader habe, aber eher unwahrscheinlich bis jetzt, weil Zelda 2 ist der Affe mit der Waffe, die Ratte im Karton, das nee. Ganz schreckliches Spiel. Also jetzt nicht im Sinne von schlechtes Spiel, sondern im Sinne von schweres Spiel, weil einige Gegner einfach unvorstellbar arschlochhaltig sind. Ja, arschlochhaltig. Warum ist mein Ding jetzt weg? Naja, egal, können wir jetzt nichts machen. Man wolle ja nicht ausraste. Medusa jetzt raus aus dem Maschinenturm. Halt! Oh, ich dachte, ich sterbe jetzt. Das wäre es jetzt gewesen. Weil das war beim ersten Castlevania auch so, sobald du irgendwie runter, wie bei Sonic das letzte Mal. Sobald du irgendwie runtergekommen bist in eine Ebene, die nicht ganz so ebenifiziert war. Also, hier kannst du wenigstens normal runterfallen und alles ist gut, weißt du? Aber bei dem, bei Castlevania 1 ist es so, wenn du runterfällst, bist du tot. Wenn es nur ein halber Meter ist. Hab, schnapp, dab. Warum ich da jetzt gerade gehüpft bin, war mir vollkommen. Oh Mann. Aber ich wurde nicht getroffen, also sehe ich das jetzt mal als gut an. Boah, Mann. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Wäp, 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 sagt der Dieter. Boah, jetzt hör halt auf. Spiel. Mit diesem Medusa jetzt ist diese Stelle gerade so dermaßen behindert. Geht gar nicht. Ah, hallo. Warum? Was soll ich denn da machen? Also, was soll ich denn da machen, ist eine blöde Frage. Ich habe schon eine Ahnung, was ich da machen soll, aber oh Gott, endlich bin ich drauf. Über den Medusa-Head drüber, oder in den Medusa-Head rein, ist ja vollkommen egal. Aber auf jeden Fall haben wir das Stelle geschafft, Digga. Yo. Da ist was, da ist was, da ist was, da ist was. Ja. Ein Ups! Sehr schön. Sieht mir nach einem Gegner aus, aber ich möchte ja nichts sagen. Großes Herz, bitte, danke. Wenigstens zwei Superattacken machen. Oh, was bist du für ein ekelhafter Totenkopf? Was? Was war das jetzt? Okay, du hast anscheinend eine Frau geopfert oder so. Okay, die kann man aber loswerden. Ja, die können auch schön hintereinander treffen. Wow. Heftig. Freund Blase. Würdest du mal hier nicht aus. Was ist los mit euch? Das war alles? Wow. Ich bin entzückt. Ach du liebe Güte. Wo sind die Gegner hier eigentlich so otzenschwer? Okay, ihr macht Blitze, schon klar. Schon klar, ihr macht wahrscheinlich gleich sogar nochmal Blitze. Ja. Boah, echt jetzt.
Die Frage ist, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich denn da hinkommen? Okay, das ging. Das ging, das ging. Ja, schön. Warte einfach mal, wir bleiben einfach mal. Oh Mann. Was ist denn nun kaputt? Weg, 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 weg. Ohne Scheiß. Was ein Rotz. Wie soll ich denn das schaffen? Ja, gut. Wir müssen einfach, ne? Nee, das kannst du nicht schaffen. Ja. Wir sterben müssen. Hilft dir nix. Sorry, aber... Oh, Mann. Danke. Oh, super. Freut mich. Freut mich für dich. Mhm. Gibt's hier das Leben noch? Nein, natürlich nicht. Oh, Mann. What an Abfäge. Egal, hilft dir nichts. Aber das war jetzt gerade eine Arschloch-Aktion, ehrlich. Einfach mal schön gucken. Der Anfang ist ja easy. Einfach nicht zu oft erwischen lassen. Okay, das war gut. Okay. Gott, war ganz gut. Bin ich ganz zufrieden mit. Weg, 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 weg. Da bin ich jetzt überhaupt nicht mehr zufrieden. Mann. Ich gucke, dass ich nicht einmal mehr getroffen werde. Jetzt kommen die Blitz und Donners. Ja. Das war ausweichbar. Das war auch ausweichbar. Was ist los jetzt? Halt, 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 halt. Ja, genau so. Das war auch ausweichbar. Ohne Probleme sogar. Und jetzt kommt wieder was Neues dann. Oder wir gehen wieder zurück zu Feuer. Wir gehen wieder zurück zu Feuer. Das sind die größten Arschlöcher. Oh, das habe ich ja schon mit Dracula gehasst. Warte, ich kümmere das jetzt erstmal um die Feueraugen. Ja, das war schon gut. Jawohl. Sehr gut. Jetzt kommen da wieder die anderen, die, genau. Oder? Oder kommen neue? Nee. Die anderen. Ja, das geht. Das geht tatsächlich. Jawohl. Und zu den Donneraugen kommt es nicht mal. Sehr schön. Das war gut. Aber das war jetzt, die eine Stelle war assi. Oh, die Augen sind noch da, ich habe Angst. Wie sie mich immer noch einmal treffen, ne? Hallo? Jawohl. Jawohl. Wuhu. Okay, dann. Disco-Kugel, Ramalamalam. Disco, Disco, Ramalam. Ramalamalam. Lamalam, Ramalam. Disco, Disco. Blam, 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 blam. Stage clear. Hab da. Stage 7. Das wirst du lieben. Oder auch nicht. Ich schlag dir ins Gesicht, sagt das Spiel. Ja, sagt das Spiel. Musik ist cool, ja. Moment mal, wollen wir nicht ins Schloss? Warum sind wir 4,5 Tagesreisen davon entfernt? Simon wird schon wissen, was er macht. Wir haben schon wieder viel Leben. Und wollen das Beste draus geben. Alles gut? Wenn man in der Entfernung bleibt, dann kann da nichts passieren. Es kann zwar geschossen werden, aber macht nicht schlimm. Aber macht nicht schlimm vor allem. Macht überhaupt nicht schlimm. Meine lieben Kinder, Schnutzis, Papsis und so weiter. Sagt mir doch mal bitte, was ihr von Real Let's Plays halten werdet. Also, mit meiner jetzigen Art, die vielleicht nicht mehr ganz so schüchtern ist wie früher, würde ich gern A Link to the Past / Lufia nochmal machen. Oder soll ich da lieber noch ein, zwei Jährchen warten? Also jetzt habe ich erstmal noch genug Let's Plays, also es wird auch mit Sicherheit, denke ich mal, noch ein Jahr dauern, aber
Was haltet ihr davon? Nein, Knochendrache haltet ihr davon. Ich hasse Knochendrachen. Und weg. Obwohl die jetzt in dem Spiel tatsächlich gar nicht so schlimm sind. Weil du siehst nämlich, wenn die schießen. Das finde ich ganz irrelevant. Irrelevant. Das finde ich ganz cool. Alles gut, alles gut, alles. Oh, Herz. Das gibt's also auch noch. Warte mal, wieso komme ich da irgendwie hoch? Ja, aber anscheinend runter. Egal, Togal, Betanal. Na, alles klar? Lässt deinen Kopf verschnellen. Wow, hey, wow, wow. Ich wollte dich jetzt nicht beleidigen oder so. Ich wusste nicht, dass dir das so viel ausmacht. Ich wollte deine Gefühle nicht verletzen. Aber du hast meine Gefühle verletzt und zwar relativ heftig, weil du hast mir 3/4 der Lebensenergie abgezogen. Da fragen wir uns, was sind denn sie für ein Arsch? Ein Arsch, ein Arsch, Arsch, Arsch. Nein, schon wieder diese asozialen Penner. Keiner mag die asozialen Penner, aber ich gucke hier nach links. Ja, vielleicht ist da was, weil da so ein komisches Amulett war. Yeah. Amuletto. Aua, Arschloch. Bin ich schon wieder halb tot? Halb tot? Ich bin schon wieder ganz tot. Boah, ich hasse diese Köpfe. Die gehen mir nicht aus dem Kopf. Das macht keinen Sinn, ich weiß, aber trotzdem rieche ich manchmal abends voll nach Schweiß. Bebebebe, die Arbeit, die macht's. Bebebebe, ich sing Scheiß und Idiotigkeit. Kite. Ja, da lasse ich mich rückwärts fallen. Da möchte ich doch liebsten eine knallen. Da möchte ich doch liebsten eine knallen. Der Duden hat mich heute nicht erwischt, sondern hat mich ausgefischt aus dem kleinen Licht. Bäm, 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 bäm. Aber die Musik ist halt wieder echt catchy. Bäm, 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 bäm. Verarsch mich nicht, Kollege, sonst gibt es einen auf die Schnauze. Du mit deiner Plauze. Wieso habe ich das Gefühl, dass da hinten irgendwas Cooles ist? Ich habe ja noch nicht mal einen Gegenstand. Was ist los mit mir? Oh no, Kollege, oh no. Wir beide machen Zeit für ein Duell. Gegenstand. Okay, Fleisch. Fleisch auch okay. Hey, hey, hey. Hä? Achso. Gut. Habe ich kapiert. Simon, wenn du nicht immer gerade runterfallen würdest, sondern auch mal ein bisschen hüpfen könntest, dann wäre ich eigentlich relativ glücklich. Aber das möchte der Simon nicht. Das geht über seine Ethik. Boah, Mann. Das geht gegen sein ethisches Wohlempfinden. Alter. Oh, das ist jetzt ein Blitzen. Wir springen hier rüber einfach. Das machen wir am Blitzen. Nee, das würde nichts bringen. Wir versuchen jetzt noch bis zur Kur, bis zur Tür zu kommen, Alter, hör halt auf! Das ist voll unfair, wenn du dich da hinstellst. Echt. Hab. Oh Mann! Gegner! Meine Fresse! Boah, ich krieg grad vor die Aggressionen. Aber sowas von. Wenn ich mein Gegenstand, Alter. Gehst du weg? Meine Fresse! Stell dich doch nicht so asozial dahin, du Pisser! Egal. Mir fällt gerade sowieso auf, dass ich den Part beenden muss. Im nächsten Part sehen wir uns wieder hier an dieser asozialen Piss-Piss-Stelle. Euer Luna Flexi, bis zum nächsten Part. Tschüss.